Was geht ab, ihr kleinen schaulustigen Zugucker? Willkommen zu einem neuen Hotline Miami Part. Wir sind angekommen an Chapter 10, meines Erachtens, oder wir waren schon mal drin, ich weiß das ja nicht. Ich habe lange nicht mehr gespielt, muss ich leider gestehen. Und diesmal auch ohne gegelte Haare, aber darüber kommen wir hinweg. Bin zu faul. Mit Einführung starten, ja, das würde ich sagen. Das tun wir. 3. Juni 1989, Miami, Florida. Oh, so lange habe ich diesen Satz nicht mehr gesagt. Neuen Anruf haben wir. Hallöchen, hier ist Thomas von Downtown Relaxen. Du musst uns heute Abend am Empfang aushelfen. Einer unserer Angestellten hat sich krank gemeldet. Zieh dir etwas Passendes und Diskretes an. Klick. Achso, das hatten wir doch schon mal. Ah, anscheinend bin ich nicht weitergekommen im letzten Level. Ich muss wirklich gestehen, anderthalb Wochen habe ich jetzt bestimmt nicht mehr aufgenommen. Und ich hoffe, dass ich die Steuerung noch irgendwie hinbekomme. Ja, man weiß ja nie. Bisschen leiser stehen. Oh ja, Maskenauswahl. Ja. Wenn dann haben wir über den Horizont hinaus. Aha. Überlebe eine Kugel. Ja, das war ja nicht so pralle. Extra Munition. Würde ich sagen, nehmen wir die heute, wa? Nehmen wir heute Rami. Das feuchtfröhliche Lama. Okay, ja, das habe ich schon mal drauf. Das habe ich auch noch drauf. Da ist... Ja, ich erinnere mich. Aha. Ach, dieser blöde Penner. Oh, wo wollen die hin? Oh, das sind... Ach ja, okay, da sind noch welche. Tja, Kinder. Ich bin sprachlos. Hallo. Kann ich irgendwie kriechen? Okay, jetzt geht's los, wa? Ich will wieder raus. Alter, das Level... Warum? Und das ist noch nicht mal das letzte. Ne? Das ist nicht mal das letzte. Ich habe eben gesehen, dass es noch ein feines Level gibt. Wie willst du das machen? Wir müssen rüberrennen? So wie ich das verstehe? Und die beiden noch wegkloppen. Alter Schwede. Und wir haben hier nur so eine kleine... Oh, ich hab's geschafft. Okay, jetzt warten wir mal gepflegt. Fuck, fast. Okay, ist das die Strategie? Wir rennen hier an der Wand lang. Und versuchen die beiden da irgendwie... wegzusnacken. Snacken. Oh, ich habe mich erschrocken wegen dem Schuss. Schade, Kinder, aber jetzt nochmal. Go. Ich weiß schon, warum ich das letzte Mal nicht weitergespielt habe. Ach komm schon. Böser Pixelmann. Ja. Kannst du mich auch mal. Ach komm schon. Wir sind doch Freunde. Wir sind alle Freunde. Wir wollen doch einfach nur zusammen gemeinsam spielen. So. Was? Warum habe ich den eigentlich erwischt? Er ist zu weit links an der Tür vorbeigegangen. Man darf die nicht angucken, die sind hier wie Medusa. Wenn du sie anguckst, schießen die. Oder sie schießen dir auch in den Rücken. Okay, konnte doch nicht sein, geschältet sind der Bär. Ach! Rüber. Oh, Mann! Ja, da denkt man sich spontan, nimmst du ein bisschen hier Hotline Miami auf, aber kriegst sie schon gleich auf. Ach, ich hasse den! Also, wenn irgendjemand sich dazu bereit erklärt, in die Kommentare was zu schreiben, gut ist. Ich möchte wissen, wie man da unbeschadet ganz normal vorbeikommt. Zickzack laufen. Und dann kriegen die eine Mann. Okay, nochmal. Lalalalala. Mann, ich hab mich wieder erschrocken mit dem blöden Schuss. Oh. Okay. Go. Mann! Jetzt sind wir alle ganz ruhig. Aber ich sollte auf den Bildschirm gucken. Aber nochmal, wir sind alle ganz ruhig. Ich habe gesagt, ruhig sein, nicht schießen. Mann! Das wird ein toller Part, Kinder. Ich merke das. Ich freue mich auch so richtig darüber.
So. So. Warum erwische ich den nicht? Weil die Tür im Weg ist? Muss ich mich wieder auf die andere Seite stellen. Okay. Ach, Kinder. Das Leben könnte so leicht sein. Warum ist es das nur nicht? Diese Spielewelt, sie versteht nicht. Kann man irgendwie einen Sprint abliefern? Gott. Damn it. Okay, okay. Okay, okay. Wir sind... Das... Okay. Ach, hier waren wir schon mal. Ich erinnere mich. Alter. Ach, die zwei. Ganz ehrlich, tut mir leid. Wir haben hier extra mehr Munition. Warum nicht auch nur... Gleich die beiden weggesnackt. Wo ist der andere? Piefke? Wir warten ab und schießen ihn in den Rücken. Oh. Komm her. Ganz ehrlich. Oh. Das Risiko gehe ich wirklich nicht ein. Hat er nichts gesehen? Hallo. Wie viel Schuss haben wir noch? 18. Wechseln wir mal die Waffe und haben 32 Schuss. Und wir dürfen nach oben. Was war das denn? Oh. Hä? Ich habe ihn angeschossen und er lag. Oh, hä? Ich habe zwei gekillt. Cool. Das Glas. Natürlich. Warum auch nicht? Stirb, Mann. Du gib mir die Waffe. Das ist mehr Schuss. Die Waffe wieder. Die. Nein, die. Ja, oder doch die? Da ist mehr Schuss. Hundi. Hundi, geh weg. Ah, Hunde. Warum sind da Hunde? Da ist kein Glas. Da ist eine Sauna. Sieht jedenfalls danach aus. Ihr drei blöden Männer auf dem Badezimmer, ne? Alter, Alter, ich kann nicht weg, ich kann nicht weg. Ich kann nicht weg. Ernsthaft? Oh. Das war... Mann, ich... Ja, ich konnte die Treppen nicht runter, ich weiß. No, Kinder! Mann! Ich reg mich langsam auf hier. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt möchte ich das aber in einen Glanzlauf haben. Wow! Wow! Das ist... Wow! Ja! Mann! Wusa, Kinder, wir kriegen das hin. Oh ja, wir kriegen das hin. Ja! Ja! Kommt her! Ihr Schwein! Ne. Noch jemand? Noch jemand? Schrot ab? Hä? Du? Noch jemand? Nein! Wieso denn nicht? Mögt ihr keinen Schrott? Ich hatte keine Munition. Ihr zielt mir zu gut. Ich gehe jetzt einfach nur in den Nahkampf. In den Nahkampf. Alter Schwede. Okay, wieder gezielt. Sehr gut. Okay. Zu wenig Schuss. 3. Das ist perfekt. Gehen wir einfach mal zuerst hier lang. Diese blöde Tüle, ne? Natürlich möchte eigentlich erst ihn da, aber du bist mir gerade zu nah. Wir warten ein bisschen ab.
Das. Alter Schwede. Das sind noch mehr, ne? Ey, das gibt's doch nicht. Hi! Ich kann auch mal in die Kamera gucken. Oh, Alter, ich hatte so Angst, dass ich jetzt sterbe. Einen noch, einen noch. Wir haben es geschafft. Oder? Ne, wir müssen eine höher, ne? Aber ich habe mir jetzt trotzdem erstmal die Machete genommen. Wo müssen wir denn hin? Hallo, hallo. Hallo? Dann sind wir durch. Warte mal. Haben wir noch Zeit? Ja, wir haben noch Zeit. Ein bisschen. Nur ein kleines bisschen. Da nicht. Da auch nicht. Ich würde jetzt gerne jetzt ein Bad nehmen, aber... Ich darf nicht. Och, ernsthaft? Oh, ich hasse den Köter. Ernsthaft, ich hasse die Töle. Ganz ehrlich, Hund, komm her. Kommt alle her! Von hinten. Ja, ist klar. Okay, Kinder, ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Ich habe gerade keinen Bock. Also, ich spiele gleich weiter, aber erstmal, ne? Einen kleinen Cut brauche ich. Ich brauche Luft ein, aus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!